Hallo, mein Name ist Luca und meine lieben Freunde, Peyton spielt heute zum ersten Mal Mario Kart. Hast du eigentlich schon mal so richtig Mario Kart gespielt? Ich habe es früher auf dem Nintendo DS gespielt. Der ist quasi genau das gleiche. Partystraße. Komplett zufällig ausgewählt worden. Du weißt ja noch, wie die Steuerung so grob funktioniert vom DS, ne? Mhm. Okay, los geht's. Ich würde sagen, dass ich jetzt das Rennen komplett uncut drin lasse, weil ich ehrlich gesagt, ich habe keinen Bock auf Schneiden. Super. Und ich habe übel Hunger und wir wollen gleich Suppe mit Maultaschen machen. Nee, aber Real Talk, was denn? Sowas muss ich natürlich rausschneiden. Ich finde es auch ehrlich gesagt bei anderen YouTubern immer so ein bisschen stressig, wenn bei Mario Kart geschnitten wird. Ich habe noch nie ein Mario Kart Video gesehen. Nicht mal meins von damals? Nee, du denkst auch, ich gucke deine Videos. Oha, okay. Ja, die Sache ist halt, ich habe das bei ein paar anderen YouTubern gesehen, vor allem halt im Ausland und immer bei den ganzen Japanern, die ganzen Rekorde aufstellen. Und da finde ich es immer so schlimm, wenn die dann irgendwie auf Funny dann irgendwie schneiden oder Einblendungen machen oder so, weil ich finde, das passt nicht. Weil Och Mann, ich bin so weit hinten. Ich werde auch die ganze Zeit hops genommen. Auf welcher Platz bist du? Ich bin Vierter. Ey, ich bin doch an ihm vorbeigefahren! Mann! Scheiße. Alter, ey, ich war auch mal besser in diesem Spiel, ne? Die Sache ist, was ich vorhin sagen wollte, ich find's immer stressig, wenn Leute bei Mario Kart schneiden, weil man will ja sehen, wie, wann, was passiert ist. Boah, das war richtig stark gerade von mir. Das war richtig stark. Von mir. Ich gucke ja nicht auf deinen Screen. Ah. Du hast eine Rakete? Ja. Ey, du bist nur zwei Plätze hinter mir. Ey, ich sag's dir, wenn du das vor mir... Ich sehe eine Rakete hinter mir. Wenn du das vor mir abstehst, ne? Guck mal, das bin ich da vor dir. Das bin ich vor dir! Nein, ey, wir sind erst noch Zweiter! Ey, wie krass ist das denn? Ey, wir spielen auf Schwierigkeit schwierig. Echt? Ja, wir sind richtig gut gerade. Also ihr werdet jetzt von uns gleich vier Rennen hier sehen. Also ihr seht ja gerade schon das erste Rennen, jetzt die letzte Runde. Oh. Und danach noch drei andere Rennen und alles dann uncut während der Rennen. Außer, dass ich so Sachen, wenn Peyton Scheiße sagt, dass der es halt rausschneide. Und jetzt bei mir auch rausgeschnitten, weil ich hab grad auch Scheiße gesagt. Warum habe ich da eine Blume auf Kopf? Und das muss gerade wieder rausschneiden, weil ich hab's wieder gesagt. Warum habe ich eine Blume auf meinem Kopf? Du, die kann, wenn Leute neben dir herfahren, isst er die auf. Erster. 10 Sekunden später. Ich sehe, dass ein Blauer kommt. Fuck, warum bin ich denn jetzt auf einmal Neunter? Zehnter. Warum ist der Rote gerade an mir vorbeigeflogen? Warum bin Nein, ich... Nein, doch nicht in der Luft! Nein, wo setzt er mich hin? Okay, zum Glück nach vorne. Ey, bitte! Fuck! Bitte, ey, nicht solche Wörter sagen! Oh, der ist bei mir reingefahren! Was ey, ich könnte Erster werden, ich könnte Erster werden! Was soll ich denn dann sagen? Ich bin Erster. Schön für dich! Wie läuft's denn bei dir? Ich bin Zehnter, ich war eben noch Vierter. Richtig gut. Boah, stark, dass du da jetzt gegen geflogen bist. Mann! Oh. Wie findet ihr übrigens die Ansicht hier, Leute? Ich habe mir das überlegt bei der Cam, dass das eigentlich vielleicht ganz chillig ist, wenn ich das so zeige. Peyton, du bist Zwölfte. Von? 12. Oh. Och man, no. Vielleicht wird es im nächsten Rennen besser. Los geht's. Das ist halt eine richtige, richtige Abfuckstrecke, ne? Wir fahren halt die ganze Zeit durchs Weltall. Und es gibt keine Banden. Weltall ist voll mein Ding auf jeden Fall. Oh, oh. Oh, ich bin runtergefallen. Das ist so eine Scheiße. Oh, das darf ich ja nicht sagen. Manometer. Ach Mann. Ey, ich fahre ja einfach meinen Stiefel vorne, ne? Was ist das? Ich fahre meinen Stiefel. Aber das sagt man so. Ich bin schon wieder runtergefallen. Wieso bist du Zwölfte? Streng dich mal an. Tue ich doch. Hier geht's übrigens, der Verlierer muss Wodka-Shot trinken. Nein. Nein, machen wir. Nein! Du hast nicht mehr Wodka hier. Nein! Ich bin runtergefallen. Ich auch. Ey. Mann, ich war so gut, aber das ist gut. Weil jetzt wird der Blaue, geht auf den anderen. Nein! Und ich fahre noch durch. Ich. Doof, Mann. Nein! Nein! Ich bin schon wieder runtergefallen. Nein! Ich bin. Nein! Das ist so lost. Wie viel da bist du? Fünfter, ich war die ganze Zeit Erster. Aber ich bin so dumm runtergefallen gerade. Oh, ich habe einen Stern. Ich habe einen Stern auf dem fünften Platz? Okay. Oh, oh nicht runterfallen. Oh. So. Oh, oh, fast ein Triple. Ein Double. Was? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ich dachte gerade, ich spiele COD. Oh, ich bin schon wieder runtergefallen. Treffe ich ihn? Komme ich in die Kurve? Oh mein Gott, das war richtig stark. Das war richtig stark. Das ist auch richtig stark. Das ist so stark. Ey, wenn ich wieder den ersten Platz kriege auf den letzten Metern, das wäre so Hammer. Mann, warum hast du denn schon wieder eine Rakete hier zum Ende? Ja, weil ich Letzter bin. Achso. Oh mein Gott, ich dachte, ihr wäre schon das Ziel. Komm, Luca, jetzt easy, easy, easy peasy. Ich hab noch Nein! Nein, ich bin Zweiter! Pech?
Nein! Das ist einfach Karma. Okay. Aber ich bin Zweiter. Ich, nicht. Ich bin noch ein Stück weit hinten. Was war das denn? Warum bin ich denn jetzt abgestürzt? Kannst da nur mit einem Boost drüber. Okay. Drittes Rennen, Peyton. Los geht's. Auf los geht's los. Auf los geht's los, richtig. Zack. Und jetzt, was sagst du für eine Ansage? Komm, wir sagen jetzt vorher, was wir denken, wie viel Platz wir werden. Elfter. Ich sag, Erster. Welcher? Oh. Wie welcher? Welcher Idiot hat mich hier angeschossen? Nicht Idiot sagen. Ah doch, Idiot ist okay. Aber ich will nicht, dass schon wieder, dass ich einen Strike bekomme. Ich habe gestern das Video hochgeladen, dass ich einen Strike auf den Zweitkanal bekommen habe. Danke für eure ganzen lieben Kommentare. Ich habe das auch nochmal unter das Video geschrieben. Das Video war natürlich nicht dazu da, um dass ich jetzt irgendwie Mitleid kriege oder keine Ahnung was, sondern es war einfach nicht anders möglich, euch darüber, also die YouTube-Zuschauer, weil auf YouTube habe ich viel andere Leute, die mir zuschauen, als beispielsweise auf Instagram und auf TikTok. Echt? Ja. Es ging einfach nur darum, dass ich euch informieren wollte, dass auf dem Zweitkanal aktuell keine Videos kommen, weil ich halt diesen Strike bekommen habe aus unerklärlichen Gründen. Ich bin einfach jemand, der Kinder attackiert. Angeblich. Tja. Natürlich YouTube. Naja, egal. Auf jeden Fall will ich deswegen jetzt hier auf Nummer sicher gehen. Ich werde hier auf nichts reagieren. Wir werden hier nichts machen. Wir laden einfach ein schönes Mario Kart Video hoch. Nicht, dass es jetzt darum geht, wenn jemand Baby Peach nimmt und Baby Peach wird attackiert von einem Panzer, dass dann Kinderschutz ist. Boah, also. Ich habe eine Rakete. Wieso hast du immer Raketen? Weil Mario Kart weiß, dass ich scheiße bin. Ich mir auch mal eine Chance brauche. Du hast schon wieder das S-Wort gesagt. Oh. Mann, jetzt bin ich gegen eine Wand gefahren wegen dir. Sag Manometer. Och, Manometer. Das hört sich aber irgendwie echt doof an. Ich dachte, du sagst schon wieder Scheiße. Nein, jetzt sag ich das auch noch. Ich fahre ein richtig gutes Rennen hier gerade. Guck mal, jetzt drei Bananen. Mich kann nichts mehr aufhalten. Ich bin Siebter. Du bist Neunter. Eben war ich noch Siebter. Mich kann nichts mehr aufhalten, außer ein Blauer. Warum glitzere ich so? Wenn du einen Stern hast, das heißt, du kannst überall rüberfahren. Über Bananen, über Sand, du wirst nicht langsamer, du wirst von nichts aufgehalten quasi. Nein, da kommt ein Blauer. Schaffe ich es vorher ins Ziel? Ich glaube nicht. Aber ich fahre richtig gut gerade, Peyton. Schön mit für Ansage, dich. Erster wird gut. Wird wahr werden. Das ist schön für dich. Nerv mich doch jetzt nicht und lass mich fahren. Wenn du, ist einer hinter mir? Nee, ich glaube nicht. Ey, wenn du... Nein! Ich wurde überholt! Wie kann das denn sein? Ich fahre die ganze Zeit mein Rennen, mache nichts falsch und werde überholt? So wie immer. So, ich bin noch nicht Letzter. Das ist gut für mich. Ich bin Erster. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafffft. Warum Erster bist Platz. Du denn so weit vorne? Wenn du es jetzt schaffst, Elfter zu werden, dann haben wir uns... Du bist Elfter. Du bist... Warum bin ich denn da runtergefallen? Na, wie fährst du? Mann! Gas geben, los! Und jetzt links. Ey, wenn du wirklich auch Elfter wirst, ne? Fuck. Ich Nein, bin das Elfter. Ist nicht wahr. Letztes Rennen, Babypark. Das ist nur im Kreisfahren, Peyton. Ey, richtig geil. Ich hätte jetzt gedacht, dass so richtig doofe Strecken jetzt kommen. Vor allem welche von den neuen, weil es kam ja so ein DLC raus. Was heißt DLC, Peyton? Ja, nun. Downloadable Content, richtig. Da kann man sich jetzt neue Strecken runterladen und so. Ich habe das auch gemacht, aber ich finde die neuen Strecken bisher nicht so geil. Also alle unter hey, euch wann in hast den du das gemacht, bitte? Mit Nelly letztens, als sie hier war. Das haben wir doch Nelly hey, auch geschenkt. Ja, da saß ich doch neben dran. Ja, das hast du auch schon da Dings gesehen, die Strecken gesehen. Da konntest du durch Paris fahren und sowas alles. Und ich bin ganz ehrlich, ich finde das nicht so gut, die neuen Strecken. Ich weiß nicht warum, aber ich bin halt auch groß geworden mit Mario Kart, deswegen finde ich vielleicht eher so Strecken wie Babypark oder Wario-Abfahrt oder... Ich bin Siebter, können wir mal kurz darüber reden? Wir fahren auch nur im Kreis. Na und? Also wenn du hier Letzter wärst, dann würde ich Schluss machen. Das wäre wirklich traurig. Ich habe eine Rakete. Ja, was ganz Neues. Die Sache ist nur, dass... Ich bin Dritter gerade. Das sind echt gute Strecken. Was? Ich bin gerade Dritter. Wieso bist denn du Dritter? Nicht, jetzt bin ich Fünfter, scheiße. Nicht, das bin ich jetzt schuld daran, ich habe nichts gemacht. Doch, du hast Nein. mich abgelenkt. Nein. Bei Babypark darfst du kein einziges Mal aus dem Dings kommen. Warum Ey, bin ich vorletzte denn jetzt Runde. Achter schon wieder? Das ist die vorletzte Runde. Hä? Komm, letzte Runde, bitte gib mir den ersten Platz. Ja, am Ende ist irgendwie die Aufnahme abgestürzt von der Switch, deswegen zeige ich euch jetzt hier einfach so die Ergebnisse. Peyton hat
haushoch verloren. Und an der Stelle würden wir das heutige Video jetzt auch beenden. Wenn euch Mario Kart mit Paper und Luca gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video da. Abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, um weitere Videos nicht zu verpassen. Wir sehen uns irgendwann anders wieder. Tschüss. Hast du da? Kamerafahrt.